Hallo und willkommen zu Gedanken der Zeit. Heute beschäftigen wir uns mit einer sehr umstrittenen Organisation innerhalb der katholischen Kirche, und zwar den Opus Dei. Das ist der zweite Teil der Schattenregierung auf der Spur, und wir wollen mal schauen, was wir da so ein bisschen entdecken. Ja, ob der Opus Dei so Glanz und Gloria hat, wage ich doch zu bezweifeln, weil auch selbst im Mainstream ist er doch auch dort umstritten wegen seiner Methoden der Mitglieder betreffend. Auch der Aussagen der Aussteiger lassen da nichts Gutes auf den Opus Dei gelten. Es gibt eigentlich sehr viele Einrichtungen, auch in Deutschland, kann man einfach mal googeln. Also sie sind schon recht weit vertreten. Ja, Opus Dei heißt übersetzt Werk Gottes, Personalprälektur vom Heiligen Kreuz und Werk Gottes, ist eine der einflussreichsten und zugleich umstrittensten Einrichtungen der römisch-katholischen Kirche mit neokonservativer, fundamentalistischer Ausrichtung. 1928 von José María Escrivá als Laienorganisation zur Heiligung der Arbeit und zur Verchristlichung der Gesellschaft gegründet, verfügt es seit 1943 über einen eigenen Klerus und ist als einzige Personalprälektur ausschließlich dem Papst unterstellt. Das Werk hat nach eigenen Angaben weltweit 90.000 Mitglieder, davon etwa 2050 Priester. Der Hauptsitz liegt in Rom. Hier auf der rechten Seite seht ihr das Symbol des Opus Dei. Die Regulare des streng hierarchisch aufgebauten Opus Dei unterscheiden drei Arten von Mitgliedern, beiderlei Geschlechts: Numerarier, Assoziierte und Supernumerarier. Etwa 98% der Mitglieder sind Laien. Ja, also nur wenn man dann später ja, sich auf die wirklich einlässt, dann kommt man halt auch in diese höheren Ränge, und viele von denen sind zwar Angehörige des Opus Dei, aber wohnen halt nicht innerhalb der Komplexe und gelten somit noch als frei und unterliegen nicht allen Richtlinien des Opus Dei. Ja, bekannt geworden, denke ich mal, ist es halt durch Dan Browns Buch Der Da Vinci Code und später auch durch den Film, wo ja dann der Opus Dei sozusagen einen beauftragt, der dann, ich glaube, London heißt er, ne, auf jeden Fall den Tom Hanks zu ermorden versucht. Und ich denke, das ist so das erste Mal, dass es doch so ein bisschen mehr in die Öffentlichkeit gekommen ist mit dem Opus Dei, denn sie sind eigentlich sehr verschlossen. Ja, das ist zur Zeit der Prälat seit 2017. Der jetzige Papst hat ihn, ich glaube, am 24. Januar offiziell auch dazu ernannt. Also das ist jetzt zur Zeit der oberste Führer sozusagen. Der Opus Dei wird nicht zu Unrecht häufig als Sekte innerhalb der katholischen Kirche beschrieben, die den Jesuiten zunehmend den Rang als Speerspitze der katholischen Bewegung streitig macht. Ja, auch wie man hier lesen kann, sind die selbst im Mainstream doch recht vorsichtig mit dem Opus Dei. Dazu kommt noch, dass die Mitglieder, natürlich nicht alle, aber in höheren Rängen, ja, sich selbst geißeln oder auch, wie man das im Film gesehen hat, so am Bein so einen Bußegürtel tragen, ja, um halt den Schmerz zu erfahren. Also das finde ich ja doch schon sehr stark. Wenn wir hier bei Zeit Online schauen, Franzi ist berufen, ein Aussteiger sagt, es war eine Gehirnwäsche. Und da sind die Aussagen von den verschiedensten Aussteigern doch recht gleich. Und selbst dort gibt es sogar ein Forum im Internet, wo die auch das so ein bisschen beschreiben. Also auch dort, muss ich sagen, lässt der Mainstream da nicht so Gutes auf den Opus Dei kommen. Ja, mein Fazit ist eigentlich recht schnell, und zwar aus dem Grund, der Opus Dei lässt sich nur sehr schwer in seine Karten schauen. Es ist recht schwer, ihn irgendwo anzusiedeln, in welche Richtung er geht, aber er ist auf jeden Fall doch eine sehr starke Intuition innerhalb der Kirche. Seine politische Macht ist ebenfalls kaum zu erkennen, obwohl wohl einige Politiker auch dem Opus Dei angehören. Aber damit geht man natürlich nicht hausieren oder macht es bekannt. Also ich denke, auch dort gibt es schon gewisse Mächte, die in den oberen Kreisen zumindest dem Opus Dei angehören. Ja, ist als einzige Personalprälektur ausschließlich dem Papst unterstellt. Das beweist in jedem Fall, dass er eine doch mächtige Organisation innerhalb der Kirche ist, weil sie ja wirklich nur ihm unterstellt sind als einzige. Also das gibt schon eine gewisse Sonderstellung.
Ja, in der Pyramidenstruktur würde ich die auch im oberen Bereich ansiedeln, denn wie gesagt, sie haben doch eine gewisse Macht inne und innerhalb der Kirche, ja, sind sie auch verschlossen. Da weiß eigentlich keiner so genau, in welchen Richtungen die halt arbeiten, bis halt natürlich das, was öffentlich bekannt ist. Ja, das war's, was ich euch zum Opus Dei heute mitteilen wollte. Wie gesagt, ihr könnt da weiter recherchieren. Es ist, wie gesagt, sehr schwer, da tiefer einzudringen, aber wie gesagt, ich stelle die doch im oberen Bereich ein, weil sie so schwer einzuschätzen sind. Deswegen habe ich sie jetzt mit bei den Geheimbünden mit reingenommen. Ja, das war's erstmal und vielen Dank fürs Zuhören und hoffe, wir hören, sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, alles Gute. Tschüss.